Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem Minecraft Preset Vorstellungsvideo, sag ich mal. Also es ist fast das gleiche wie so ein Seed, nur dass es halt ein Preset ist. Und ich zeige jetzt mal, was ich damit meine. Also wir klicken jetzt mal hier auf Create New World, so dann hier auf Creative, geben hier einfach mal Mystic ein, weil der das Preset hier so erfunden hat, sag ich mal. Der hat es auch so genannt. Jetzt müsst ihr, glaube ich, Shift drücken und dann hier so durchscrollen, also durchdrücken. Und dann kommt hier Customized irgendwann und dann müsst ihr auf Customize drücken und dann hier auf Presets. So, und jetzt löschen wir das mal, was hier oben drin steht, und das könnte jetzt ein bisschen dauern, deswegen cutte ich mal schnell. So, nach gefüllten 5 Stunden ist es jetzt endlich hier gelöscht und jetzt fügt ihr hier diesen Preset-Code ein, den ich euch in die Beschreibung kopiert habe. So, und jetzt klickt ihr auf Use Preset, dann auf Done und dann auf Create New World. Ja. So. So, meine Damen und Herren. Und dann sind wir hier in dieser Welt, die richtig nice aussieht am ersten Augenblick mal. Und also das erste Mal, wo ich diese Welt hier hergeladen habe, war ich ganz woanders. Aber das ist ja so, also mit diesem Ding hier, mit dem Preset, bei Customized kann man ja einfach die Art ändern, wie sich die Welt generiert. Und deswegen ist es egal, wie die Welt ausschaut, ob man jetzt hier in einem Sumpf spawnt am Anfang oder in einem flachen Biom. Es ist einfach die Art, wie so die Hügel generieren und alles. Das wird halt damit auch verändert. Und jetzt schauen wir mal hier so ein bisschen durch. Also der Sumpf sieht auf jeden Fall schon richtig anders aus und richtig cool. Auf jeden Fall viel besser als der normale, finde ich. Und ja, man sollte halt einfach das Customize so ein bisschen mal ausnutzen. Deswegen mache ich jetzt auch dieses Video hier. Also ich habe die Idee oder das Preset halt auf Reddit gefunden. Deswegen packe ich euch natürlich auch wieder den Link zu dem Reddit-Post in die Beschreibung. Und ich finde jetzt hier gerade keinen coolen Ort. Deswegen fliege ich mal ein bisschen weiter. Oh, da drüben. Na, sieht gut aus. Wartet. Gehen wir mal in Game Mode 3 und ja, dann können wir nämlich ein bisschen schneller fliegen. Wir können auch durch die Berge durch. Oh yeah. Aber ich will da nicht spoilern, ne? So, also, sieht schon cool aus hier, der Fluss geht da durch. Wie gesagt, sieht jedes Mal anders aus, aber die Art, wie die Welt generiert, ist halt immer gleich. Wenn ihr den gleichen Code eingibt. So, und schauen wir mal, also ein Extreme Hills Biom wäre schon richtig nice, weil das sieht immer richtig cool aus. Hier zum Beispiel, hier geht es voll weit runter und dann ist da so ein Fluss. Das sieht schon geil aus und dann geht es hier in das weite, offene Meer raus. Sieht sehr cool aus. Okay, ich habe hier, glaube ich, eine schlechte Welt gezogen. Wo sind die Extreme Hills? Wartet, ich schau mal, ob ich irgendwo einen coolen Ort hier finde in der Nähe. Dann zeige ich euch, wie diese Welt generiert. Oh crap, Alter, ich habe hier noch was richtig Geiles gefunden. Schau euch das mal an. Hier. So, ein fetter Bolzen, der nur auf sowas Dünnem hier steht. Das sieht schon richtig cool aus. Und, ja, dann hier noch so ein erhöhtes, wie heißt das Biom nochmal? Oh, Roofed Forest, ja. Hier eine schöne Lawine, aber das ist ja, wie schon gesagt, jede Welt generiert anders, aber von der Art, ne. Also jede Welt schaut halt anders aus mit diesem Preset, aber die Art, wie sie generiert, ist immer gleich normalerweise. Also immer mit diesen Überhängen hier so, sieht halt immer ein bisschen mystisch aus, ne. Hier fängt der ganze Wald an zu brennen. Auf jeden Fall hier diese fetten Kliffe hier. Abgründe? Was sagt man da nochmal? Wie weit es halt hier runter geht, ne? Das ist, sieht schon richtig geil aus, weißt du? Du stehst hier so oben und schaust da runter. Oder du kannst hier oben so fett runterspringen und zack, voll im Pool. Das ist auch immer so das Coole bei so steilen Abgängen. Das zieht euch das rein. Wasser von ganz oben bis ganz runter. Das sieht immer richtig cool aus. Oh ja, hier nochmal ein gutes Beispiel. Zieht euch das. Alter. Krass, Mann. Hier nochmal. Hier ein Übergang hier. Und hier so. Alter, das sieht cool aus. So symmetrisch ist es wieder.
Sehr nice. Ja, also die Art, wie diese Welt generiert mit diesem Preset, ist einfach richtig geil. Deswegen würde ich euch mal vorschlagen, dass ihr das Preset auch mal ausprobiert. Müsst halt 5 Stunden den Preset-Code erstmal löschen, aber das... Ja, das ist halt da mit drin, ne, in diesem Preset. Das muss man halt auch machen. Jo, und dann bekommt ihr sowas Cooles hier. Zieht euch rein, hammergeil. Oh, hier wieder ein geiles Beispiel. Keine normale Welt generiert so. Sehr. Einfach der Hammer schlechthin. Da könnt ihr dann eure Survival-Welt bauen. Schaut mal, wo die Wolken hier sind. In der normalen Welt, glaube ich, ist kein normaler Wald mehr über den Wolken. Da sind die Gummibären nämlich zu Hause. Also Freunde, das war das Vorstellungsvideo von diesem Preset. Wenn ihr mehr solche Presets sehen wollt, von nicht irgendwie so verrückten Presets, wie ich ja schon mal gezeigt habe, so die 5 oder 10 besten Presets, habe ich mal gezeigt, sondern für so Welten, die man auch als Überlebenswelt so nehmen kann. Also kann man die anderen auch, aber... Also, gebt mir einen Daumen hoch und schreibt vielleicht mal, ob ich irgendwie so Welten... euch zeigen soll, die fast so ausschauen wie eine normale Welt, nur halt ein bisschen abgedrehter generieren. Ja, und wenn ihr da vielleicht selber einen Code habt, dann schreibt mir den in die Kommentare. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und jo, dann würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Haut rein, ciao.